Ja, einen schönen guten Morgen und auch von meiner Seite herzlichen Dank, insbesondere herzlichen Dank an die IHK, Herr Dr. Gössel, für die gute Zusammenarbeit, nicht nur bei dieser Veranstaltung. Ich war ja gerade am Montag hier, da hatten wir den Vortrag im Rahmen der Munich Economic Debate. Und diese Zusammenarbeit ist für uns einfach sehr wichtig, weil das IFO ja für die Verbindung steht zwischen Wissenschaft und Praxis. Und das geht nirgends besser als in Kooperation hier mit der IHK München und Oberbayern. Und dir auch vielen Dank, Oliver, für die Organisation dieser Veranstaltung. Ich würde heute gerne über vier Punkte sprechen. Zunächst mal natürlich Konjunktur, Inflation, Geldpolitik. Wo stehen wir da? Herr Dr. Gössel hatte dazu ja auch schon einiges gesagt. Und dann würde ich gerne auf zwei Themen eingehen, die den Standort Deutschland betreffen. Also Deutschland als Industriestandort und die Energiepolitik liegt auf der Hand, dass wir darüber reden müssen. Und das auch schon angesprochene Thema Geoökonomik, Deutschland als Exportnation. Wie müssen wir das verstehen? Da kommt einiges an neuen Dingen auf uns zu. Und wie können wir uns da orientieren? Und dann wollte ich gerne zuletzt eingehen auf die aktuelle Debatte, die wir haben, Energiekostenentlassung und die Einkommensteuerdebatte habe ich das mal genannt. Die SPD, das haben Sie sicher in der Zeitung gelesen, hat ja Steuererhöhungen für Besserverdienende gefordert und gestern stand sogar in der Zeitung, der Sachverständigenrat hätte sich dem angeschlossen. Das Gutachten existiert ja noch nicht und man sollte vielleicht abwarten, bis das vorliegt, bevor man das diskutiert. Trotzdem möchte ich was zu dieser Debatte sagen. Ich beginne mit der Konjunktursituation. Das hier ist der IFO-Geschäftsklimaindex. Sie wissen, wir fragen die Unternehmen beim IFO-Geschäftsklimaindex, wie ist Ihre aktuelle Lage und wie sind Ihre Geschäftserwartungen? Und hier nochmal diese Unterscheidung zwischen Lage und Erwartungen und auch der Vergleich zur letzten Krise, die ja leider noch nicht so lange her ist. Und da sehen wir, Sie haben es gesagt, Herr Dr. Gössel, diesen Pessimismus beobachten Sie auch. In der Tat ist der Rückgang der Erwartungen jetzt schon stärker als beim Ausbruch der Corona-Krise. Also eine große Verunsicherung bei den Unternehmen und viel Pessimismus, was die kommenden Monate angeht. Gleichzeitig ist es so, dass die Lage noch als einigermaßen gut beschrieben wird. Das heißt, die Unternehmen haben es bislang, oder viele Unternehmen, nicht alle werden wir gleich auch sehen, aber viele Unternehmen haben es bislang doch geschafft, durch Anpassungen die Probleme zu lösen. Das ist ja auch etwas, was in der Corona-Krise eine große Rolle gespielt hat, dass starke Anpassungen in den Unternehmen und auch sehr schnelle Anpassungen in den Unternehmen viele Probleme gelöst haben. Allerdings ist es erfahrungsgemäß so, dass die Lage sich irgendwann den Erwartungen nähert oder auch umgekehrt. Also diese Differenz werden wir auf Dauer nicht so haben. Wir hoffen natürlich, dass die Erwartungen sich der Lage nähern und nicht umgekehrt. Aber warten wir mal ab. Das hängt auch von dem ab, was wir tun. Dass die Lage recht dramatisch ist, kann man auch erkennen an der Veränderung der Prognosen. Also in diesen Zeiten Prognosen zu machen, ist ja kein Vergnügen, weil man sie so oft revidieren muss. Dass man sie so oft revidieren muss, hat einfach damit zu tun, dass die Welt sich so volatil entwickelt. Ende der Gaslieferungen durch Nord Stream 1, das hat natürlich die Rahmenbedingungen verändert. Sie sehen hier, deshalb zeige ich Ihnen das mal, wir hatten im Juni, ist ja noch gar nicht so lange her, im Juni hatten wir noch eine Wachstumsprognose von 3,7% für das Jahr 2023. Und die haben wir um 4 Prozentpunkte zurückgenommen innerhalb von 3 Monaten. Und das haben wir eben deshalb getan, weil die Bedingungen und die Daten sich verändert haben. Prognosen reflektieren im Grunde den aktuellen Datenstand. Das sind Szenarien, die den aktuellen Datenstand reflektieren. Deshalb denke ich immer, die Veränderungen von Prognosen sind eigentlich interessanter als das, was die Prognosen selbst sagen, weil sie etwas darüber sagen, wie am aktuellen Rand sich eben Daten verändern. Und das sehen wir hier, das ist erheblich heruntergegangen. Jetzt kann man sagen, mein Gott, minus 0,3, das geht ja noch so einigermaßen. Das ist kein Weltuntergang. Man muss dabei aber bedenken, das sieht besser aus, als es ist, weil wir ja von einem sehr niedrigen Niveau kommen. Wir haben ja das Vorkrisenniveau noch gar nicht wieder erreicht. Wir hatten im letzten Jahr noch einen Teil der Wirtschaft geschlossen. Insofern wäre eigentlich eben so etwas wie eine Erholung um 3,7. Das wäre eine normale Konjunkturlage. Und minus 0,3 ist wirklich nicht besonders gut. Ja,
Jetzt kann es allerdings, auch das hatten Sie schon angedeutet, Herr Dr. Gössel, jetzt kann es auch noch viel schlimmer kommen, nämlich dann, wenn wir in ein Gasrationierungsszenario geraten. Wir müssen ja sehen, wir haben in Europa, ich sag mal in Nordwesteuropa, wo der Gasmarkt integriert ist, eine beschränkte Menge an Gas zur Verfügung. Und wenn wir jetzt mehr Geld auf dieses Gas lenken, dann vermehrt sich das Gas nicht. Das ist eine gegebene Menge, die wir jedenfalls kurzfristig im kommenden Jahr, vielleicht sogar noch im Jahr danach haben. Das hat einfach damit zu tun, dass die physische Infrastruktur das Gasangebot begrenzt. So, und jetzt nochmal, dieses Gas vermehrt sich nicht, wenn man mehr Geld darauf wirft. Na, wenn wir jetzt alle in Europa die Gasnachfrage subventionieren, also versuchen, den Gaspreis herunter zu subventionieren, dann wird der Gaspreis nicht sinken, sondern der wird einfach steigen, weil die Nachfrage nach Gas steigt. Der wird so lange steigen, bis er dann nach der Subvention wieder so hoch ist wie vorher. Und deshalb ist das keine kluge Politik. Wir müssen den Gasverbrauch senken. Denn wenn wir das nicht tun, passiert etwas, was wir hier in der Gemeinschaftsdiagnose in einem Szenario uns mal angeschaut haben. Wir haben hier in einem Gasangebots- und Nachfragemodell, was kompliziert ist und so gut ist, wie eben solche Modelle sind, uns angeschaut, wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer Gasmangellage kommt. Hier sind 1500 Simulationen mit verschiedenen Parametern gelaufen. Und wir haben uns hier mal das Quantil 20 angeschaut. 80% der Szenarien sind besser, 20% der Szenarien sind schlechter. Also das ist nicht so total unrealistisch. Das ist das Median-Szenario bei einem kalten Winter. Also ein Ergebnis, das folgt aus diesen Simulationen, ist die wichtigste Variable, ist das Wetter. Das ist keine so gute Nachricht, weil wir da das Wetter nicht beeinflussen können. Wenn wir einen kalten Winter bekommen, ist eine Gasmangellage in diesen Simulationen das Median-Szenario. Das heißt, es ist genauso wahrscheinlich wie Nicht-Gasmangel. Das ist schon nicht so gut. Wenn wir einen milden Winter bekommen, sind wir so halbwegs aus dem Schneider, wenn wir nicht zu viel Unsinn anstellen und zu viel Gas verbrennen. Aber das ist ein Risiko, das nicht total von der Hand zu weisen ist. Man soll auch keine Panik machen. Es ist nicht das wahrscheinliche Szenario, dass es zu einer Gasmangellage kommt. Aber wir können das nicht ausschließen. Und wenn es dazu kommt, dann würde das ja bedeuten, dass private Haushalte, kritische Infrastrukturen, Krankenhäuser, Schulen und so weiter geschützt werden und die volle Last des Gasmangels auf die Industrie fällt. Die Industrie ist aber der Hochwertschöpfungsanteil der Wirtschaft. Und deshalb sind die Folgen dramatisch. Also hier wäre es so, dass wir im Frühjahr einen Einbruch der Produktion kriegen oder im späten Winter, etwa im Februar. Und wir hätten dann für das Gesamtjahr ein Wachstum, freundlich ausgedrückt, oder eine Schrumpfung von 8%. Und wenn wir im Winter danach dann wieder in eine Gasmangellage geraten. Und das Risiko ist sogar höher als im laufenden Winter, weil wir ja nicht mehr mit dem russischen Gas die Lager auffüllen können, mit dem Pipeline-Gas. Dann hätten wir nochmal -4%. Das sind ja Wachstumsszenarien, die wir aus der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt nicht kennen, sondern nur aus der großen Depression der 30er Jahre. Und das ist ein Szenario, das wir unbedingt vermeiden müssen. Wie gesagt, es ist nicht das wahrscheinliche Szenario, um nicht nur schlechte Nachrichten zu verbreiten. Hier mal ein Blick, das beruhigt etwas auf die Gaslager. Es ist die aktuelle Situation. Die orangene Linie hier, das ist die Entwicklung der Füllung der Gasspeicher. Und Sie sehen den Bereich der letzten Jahre hier, also im vergangenen Winter, da haben wir ja, das haben wir ein bisschen spät bemerkt, die waren ja die Lager ziemlich leer, weil weniger aus Russland geliefert wurde. Und in den Folgejahren war es, in den Jahren davor war es eben immer unterschiedlich, aber wir sehen, wir sind sozusagen am oberen Rand hier, was die Speicher angeht. Das ist eine gute Nachricht, aber auch nur bedingt beruhigend, weil die sehr, sehr schnell leer sind, wenn es einen kalten Winter gibt. Also, aber immerhin, da hat man getan, was man tun konnte. Man kann sich auch mal den Gasverbrauch ansehen. Es hieß ja zwischenzeitlich, man kann den Gasverbrauch nicht senken. Das trifft nicht zu. Diese blaue Linie hier, die Sie da sehen, das ist der Gasverbrauch im vergangenen Jahr. Und Sie sehen hier, wir liegen erheblich drunter, ne, insbesondere im Oktober. Das hat natürlich jetzt mit den Temperaturen zu tun. Es ist nicht so ganz klar, was ist rein temperaturbedingt und was sind echte Einsparungen. Aber insbesondere in der Industrie haben wir durchaus auch echte Einsparungen. Wir haben teilweise das Gas ersetzt dort, sogar in erheblichem Umfang. Und zwar ohne, dass die Industrieproduktion stark zurückgegangen ist. Aber vor allem in der chemischen Industrie haben wir durchaus einen Produktionsrückgang. Auch das hat zum Gassparen beigetragen. Ist auch gut,
dass das passiert ist. Wir wollen nicht einen permanenten Rückgang in der Industrieproduktion, aber einen vorübergehenden ist in Ordnung, weil wir müssen ja Gas einsparen. Wir kommen nicht drum rum und deshalb ist das in Ordnung. Also es passiert was, wir sind hier auf gutem Wege, das zu schaffen, aber wir dürfen bei den Sparanstrengungen eben nicht nachlassen. Das ist ja auch bekannt. Ja, einen kurzen Blick auf die Inflation. Das ist unsere aktuelle Prognose, die sagt, der Höhepunkt der Inflation wird im Winter erreicht und dann sinkt das hier wieder in diesem Prognosemodell. Man muss sehen, also im Moment sagt die Prognose Jahresdurchschnitt im nächsten Jahr ungefähr 9% Inflation, nach 8% in diesem Jahr. Im Juni, das ist jetzt die Herbstprognose, im Juni haben wir noch 3,3 vorhergesagt. Da kann man jetzt natürlich fragen, ja, wie geht das denn? Die Antwort ist ganz einfach. In diese Prognosen gehen ein die Energiepreise an den Terminmärkten. Also was wird an den Börsen erwartet an Preisen? Und darauf setzen ja Leute Geld. Das ist vielleicht die beste Prognose, die wir haben. Und im Wesentlichen die Veränderung der Terminmarktpreise hat zur Veränderung dieser Inflationsprognose geführt. Jetzt kann man sagen, wie richtig liegen denn die Terminmärkte? Sie liegen im Durchschnitt nicht besonders gut, weil Energiepreise einfach nicht vorhersagbar sind. Es gibt keine Modelle, die Energiepreise überzeugend vorhersagen. Aber das erklärt einfach die Volatilität in der Prognose. Bedeutet natürlich, dass es auch besser kommen kann. Es bedeutet aber auch, dass es noch deutlich schlechter kommen kann. Also die Inflationsrate ist im Moment eben besonders unsicher, die bewegt sich sonst nicht so stark, aber es gibt da jetzt einfach eine hohe Volatilität und das hängt eben von dem ab, was an den Energiemärkten passiert. Wenn, ich sag mal, noch eine Pipeline, was hoffentlich nicht passiert, wenn noch eine Pipeline in die Luft fliegt, dann ist die Inflation in einer völlig anderen Situation und wenn vielleicht zusätzliches Angebot irgendwoher überraschend kommt, dann kann sie auch viel niedriger liegen. Also es steckt darin viel Unsicherheit und jetzt sagen manche 2,24 ist ja großartig, da ist ja die Inflation wieder 2%. Man muss sehen, dass Konjunkturmodelle so konstruiert sind, dass nach 2 Jahren immer das vorauskommt, was vor 10 Jahren so war. Deshalb sage ich immer, Vorsicht, also die Konjunkturexpertenkolleginnen und Kollegen mögen mir vergeben, aber es ist schon, das liegt in den Modellen. Also Vorsicht beim Disponieren nach dem, was Konjunkturmodelle in 2 Jahren vorhersagen. Das muss man sehr vorsichtig sein. Man weiß es ja nicht besser, aber also das sollte man nicht überinterpretieren. Diesen Rückgang der Inflation hier, den sollte man nicht überinterpretieren. Ja, man kann noch mal historisch schauen. Wie ist das denn jetzt im historischen Vergleich? Und hier sehen wir, seit 1950 haben wir noch nicht so hohe Inflationsraten gehabt. Wir sind also in einer Sondersituation. Und jetzt sagen manche, ja, das ist doch nur die Energie in Anführungsstrichen oder es sind nur die Lebensmittel. Das ist immer so, wenn es einen Inflationsschub gibt, das beginnt immer mit Energie und Lebensmitteln. Ne? Oder jedenfalls im letzten halben Jahrhundert hat das immer so begonnen und dann verbreitert sich das. Und genauso ist es jetzt auch. Also Sie sehen hier, das ist jetzt ohne Energie und Nahrungsmittel sind wir auch schon fast bei 5% und das wird weiter in die Höhe gehen. Ne? Weil Energie natürlich als Produktionsfaktor in viele Bereiche eingeht. Die Löhne steigen jetzt stärker. Also in unserer Prognose haben wir erwartet, die Löhne steigen zwischen 5 und 6%. Vielleicht wird es auch ein bisschen mehr, wissen wir nicht. Aber die Inflation verbreitert sich wie ein Ölfleck. Und wenn Sie, es ist ja bekannt, die Produzenten, die Erzeugerpreise, die haben Inflationsraten von 40 bis 50%. Also nicht 4 bis 5, sondern 40 bis 50. Da sieht man den Preisdruck. Das wird nicht alles umgesetzt am Ende in Preiserhöhungen, aber wir sind da noch nicht am Ende. Und das, also nochmal, deshalb 2024 müssen wir mal sehen, wie es aussieht. Ja. Wie geht das mittelfristig weiter? Ich glaube, man muss darauf hinweisen, also mittelfristig ist Inflation ein monetäres Phänomen. Das heißt, die EZB hat das in der Hand. Nur die Inflation herunterzubringen, das kann schmerzhaft sein, insbesondere wenn das Umfeld dafür ungünstig ist. Denn die Notenbank kann ja nur die Nachfrage an das Angebot anpassen, also Zinsen erhöhen, die Nachfrage zurückdrängen. Das muss sie eigentlich auch tun, aber das wird für sie schwieriger. Warum? Wir haben eine Reihe von Gründen, die fundamental sind und die Inflation in die Höhe treiben werden. Den demografischen Wandel, wir haben eine Verknappung des Arbeitskräfteangebots, das wissen wir. Wir haben wachsende Friktionen im Außenhandel, das wird Güter verknappen. Wenn Unternehmen mehr Lager halten, wird es teurer. Und das werden wir spüren. Das heißt, es gibt weniger Güterangebot und das Ganze wird teurer.
Wir haben es zu tun mit einer Verknappung und mit steigenden Kosten des Energieangebots, zumindest in Europa. Und auch das wird die Preise, das wird anhalten, wird die Preise in die Höhe treiben. Dann haben wir das Projekt der Dekarbonisierung. Dekarbonisierung ist wichtig für den Klimaschutz, bedeutet aber, dass wir einen Kapitalstock ersetzen durch einen neuen. Und dadurch verknappt sich das Güterangebot. Das ist, viele sagen, ist ja großartig, da steigt ja das Bruttoinlandsprodukt, wenn wir so viele Investitionen haben. Das stimmt, aber das ist so ähnlich, wie wenn Sie Ihr Haus abreißen und das gleiche Haus wieder aufbauen. Dann haben Sie auch das Bruttoinlandsprodukt erhöht. Das ist nämlich ziemlich teuer, aber reicher sind Sie nicht und mehr Konsumgüter haben Sie jetzt nicht. Sondern Sie haben weniger Möglichkeiten, diese Konsumgüter zu produzieren und deshalb wird die Inflation steigen. Also das Güterangebot verknappt sich durch diese Dinge. Dann haben wir hohe Ansprüche an staatliche Leistungen, hohe Erwartungen an den Staat. Alterung der Bevölkerung bedeutet Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung gerät unter Druck. Das heißt, es gibt hohe Erwartungen an das, was der Staat leistet. Das wird für Inflationsdruck sorgen. Ich habe noch keinen Politiker gehört, der gesagt hat, Leute, wir müssen jetzt alle dauerhaft den Gürtel enger schnallen, weil nicht mehr so viel da ist. Und wenn viele hohe Ansprüche auf ein begrenztes Angebot treffen, steigen die Preise. Und nicht zuletzt haben wir den Fokus der EZB auf hochverschuldete Länder in der Eurozone und auf ein paar andere Faktoren, über die ich gleich spreche. Es gibt einen gegenläufigen Effekt, den soll man auch nicht unterschätzen, und das ist Automatisierung. Also wenn wir Arbeitskräfte ersetzen können durch Maschinen, wenn wir effizienter werden durch Digitalisierung, dann hilft das. Viele fürchten sich ja davor, dass wir Arbeitskräfte vielleicht nicht mehr brauchen. Die gute Nachricht ist, wir können nicht gleichzeitig zu wenig und zu viele Arbeitskräfte haben. Wir können vielleicht die falschen haben, aber wir können nicht gleichzeitig oder sollten nicht gleichzeitig Angst vor Automatisierung haben und Angst davor haben, dass wir nicht mehr genug Leute haben. Nur eins kann richtig sein, das ist die gute Nachricht. Ich glaube, richtig ist der Fachkräftemangel. Wir haben zu wenig Leute. Und deshalb brauchen wir dringend Automatisierung, Digitalisierung, um Arbeitskräfte zu ersetzen. Aber das allein wird Produktivitätsgewinne bringen, aber wird die Verknappung nicht ausgleichen, die aus den anderen Faktoren folgt. Ja, und dann, ich will nicht zu lange darüber reden, ist die Frage, was wird jetzt die EZB tun? Also wird sie auf die 2% die Inflation drücken in diesem Umfeld, was eine relativ harte Geldpolitik erfordern wird und eine Geldpolitik mit hohem Konfliktpotenzial. Es gibt eine Reihe von Gründen, das beruht hier, was ich sage, unter anderem auf einem Papier von Ricardo Rees, der einer der wirklich weltweit führenden Geldpolitik-Experten ist, der ein Papier darüber geschrieben hat, warum die EZB mittelfristig mehr Inflation zulassen könnte. Da gibt es natürlich die fiskalische Dominanz, also den Druck, Anleihen zu kaufen, um Staatsausgaben zu finanzieren. Es gibt den Druck, sinkende Immobilienmarktpreise oder Probleme an den Finanzmärkten zu verhindern, indem man Zinsen niedrig lässt. Es gibt Fehleinschätzungen. Ein zentrales Thema ist die Frage, was ist eigentlich der neutrale Gleichgewichtszins, also der Zins, bei dem die Geldpolitik weder die Wirtschaft anschiebt noch bremst. Da sollte sich, wenn die Inflationsrate in Ordnung ist, dann sollte die Geldpolitik sich dort bewegen. Ja, sollte also neutral sein. Aber das ist ein theoretisches Konzept, den kann man nicht beobachten. Ich sage dazu nur so viel, wenn es richtig ist, dass wir hohe Investitionen brauchen, beispielsweise für Dekarbonisierung, dann steigt der neutrale Gleichgewichtszins. Das bedeutet, dass die Geldpolitik restriktiver werden muss. Es wäre eigentlich der Job der EZB, da gibt es ja hunderte von Ökonomen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, mal auszurechnen, was bedeutet denn diese große Transformation für den neutralen Gleichgewichtszins. Ich habe keine Untersuchungen dazu gesehen. Warum nicht? Eine Möglichkeit wäre, ich kenne den Grund nicht, vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt, aber ein möglicher Grund wäre, dass die Nachrichten nicht gut sind, wenn man das macht. Dass der Zins nämlich massiv steigen muss. Wie auch immer, wir haben natürlich Glaubwürdigkeitsprobleme der Geldpolitik, den Wunsch, das ist menschlich, populär zu sein, der trifft manchmal auch Geldpolitiker. Es kann ein zu langsames Herantasten geben an den neutralen Zins, zu viel Vorsicht und
Es kann nicht zuletzt sein, dass die Notenbank folgendes Argument produziert. Wir haben sehr unterschiedliche Inflationsraten im Euroraum. Eine restriktive Geldpolitik, wie sie meines Erachtens erforderlich ist, wird die Inflationsrate in einigen Ländern unter Null drücken. Wir haben derzeit, das wissen Sie, 5% Inflation ungefähr in Frankreich, 25% in Estland. Ja, wenn ich jetzt in Estland die Inflation auf 10 herunterziehen will, ist Frankreich vielleicht unter Null. Das ist richtig. Das ist Deflation, aber es ist natürlich hart für die Region, die betroffen ist. Ich wäre nicht überrascht, wenn demnächst das Argument käme, wie könnte man das nennen, so Asymmetrie-Dilemma oder irgendwie sowas, das dann begründet, warum jetzt leider die Inflationsrate höher sein muss, weil wir eben diese Asymmetrie haben im Euroraum. Es war früher nicht so, dass die Bundesbank gesagt hat, weil in Schleswig-Holstein die Inflation jetzt niedriger ist als in Bayern, kann man jetzt das Geld nicht stabil halten. Aber wir werden diese Diskussion, glaube ich, bekommen. Also das sind alles Gründe, warum wir wohl damit rechnen müssen, dass dieser höhere Inflationsdruck sich auch materialisiert in höherer Inflation, die auch dauerhaft, also über 2023 hinaus. Aber warten wir es mal ab. Ja, damit komme ich zum Thema Industriestandort und Energiepolitik. Und meines Erachtens, um zu verstehen, was da passiert und auf uns zukommt, muss man sich noch mal erinnern, wie war es denn vorher? Es war so, dass wir in Europa die Gaslieferungen aus Russland hatten, und es ist ja häufig behauptet worden, das sei ein Vorteil speziell für Deutschland gewesen. Die deutsche Regierung musste sich ja auch viel anhören. Das ist aber nicht ohne weiteres zu erhärten aus den Daten heraus. Das heißt, wir haben einen in Nordwesteuropa integrierten Gasmarkt. Das heißt, es war, wenn es überhaupt ein Vorteil war, dann war es ein Vorteil für Nordwesteuropa, nicht für Deutschland. Na, stellen Sie sich mal vor, die BASF hätte einen Vertrag, besonders günstigen Vertrag über Wintershall mit Russland über Gaslieferungen. Jetzt kriegt die BASF das billige Gas und überlegt es in der Produktion einzusetzen. Wenn an der Börse in Amsterdam der Gaspreis höher ist, dann sind die Kosten für die BASF in der Produktion, der Börsenpreis in Amsterdam, nicht der günstige Preis, zu dem das Gas aus Russland geliefert wird. Denn man könnte es ja immer verkaufen in Amsterdam. Daraus folgt, völlig egal, welche Verträge die deutschen Unternehmen hatten, für den Industriestandort war immer der nordwesteuropäische Preis maßgeblich. Null Vorteil, rein preislich gesehen, für Deutschland. Das ist der erste Punkt. Die gute Nachricht ist, wir werden nicht viel verlieren gegenüber anderen europäischen Standorten, jedenfalls beim reinen Gaspreis. Das ist nicht unser Problem, aber unser Problem sehen wir hier. Wir verlieren rein preislich gesehen, insbesondere gegenüber den USA. Sie sehen hier, in Asien ist der Gaspreis auch in die Höhe geschnellt. Das hat damit zu tun, dass der weltweite LNG-Markt integriert ist. Ob Sie jetzt ein Schiff aus den USA nach Asien schicken oder nach Europa, ist egal. Die Krise in Europa hat für die asiatischen Volkswirtschaften die negative Auswirkung gehabt, dass auch da der Gaspreis in die Höhe geschossen ist. Sie sehen, wir verlieren hier beide an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA, und zwar massiv, weil die USA kein LNG brauchen. In den USA wird ja viel, ist ja auch bekannt, durch Fracking gefördert. Das heißt, der Energiestandort USA ist hier der Gewinner. Und in Asien hat man ja schon immer oder bislang jedenfalls mehr LNG eingesetzt, teures LNG eingesetzt als in Europa. Das heißt, ein Standortvorteil Europas geht jetzt verloren gegenüber Asien, und der wird in den nächsten Jahren noch stärker verloren gehen, weil ja die russischen Lieferungen jetzt umgeleitet werden nach Asien. Für mich eine offene Frage, ob wir nach Putin wieder Gas kaufen werden, aber wir werden es sicherlich nicht im gleichen Umfang wie vorher tun. Das heißt, tendenziell verschieben sich also die Wettbewerbsvorteile weg von Europa Richtung USA und Asien. Das ist jetzt die rein preisliche Entwicklung. Jetzt kann man fragen, eine gegebene Verteuerung von Gas, kann sich das asymmetrisch in Europa auswirken? Die Antwort lautet, das wäre dann der Fall, wenn die deutsche Industrie beispielsweise gasintensiver wäre als die Industrie der anderen Länder. Wenn wir eine Volkswirtschaft wären, die mehr Gas verbraucht als andere Volkswirtschaften, dann wären wir asymmetrisch getroffen, wäre Deutschland besonders getroffen, obwohl der Preisanstieg für alle der gleiche ist. Wenn Sie, also ein Preisanstieg stört Sie ja nicht, wenn Sie nichts von einem Gut kaufen, dann ist das egal. Aber wenn Sie besonders viel davon kaufen, sind die asymmetrisch betroffen. Wenn Sie jetzt die Gasintensität des Bruttoinlandsprodukts
insgesamt betrachten, sehen Sie keine Unterschiede in Europa, oder es ist Deutschland, Sie sehen schon Unterschiede, aber Deutschland ist unauffällig, aber die Industrie, der Industriesektor selbst ist gasintensiver. Das sehen Sie hier, das ist die gepunktete Linie, also Österreich ist noch gasintensiver als wir, die USA sowieso, aber die anderen Volkswirtschaften, in den anderen Volkswirtschaften in Europa ist der Industriesektor ja weniger groß und weniger gasintensiv. Jedenfalls folgt das aus diesen Daten hier. Und das bedeutet, dass Deutschland schon asymmetrisch getroffen wird. Nicht wegen der Preisentwicklung, sondern wegen der etwas anderen Struktur, ne, und der etwas höheren Gasintensität unserer Industrie. Ja, das sehen wir auch, was da passiert. Also hier einen Blick auf die Produktion der Industrie. Wir sehen bislang, jedenfalls hier bis August, sind bestimmte Sektoren, Industriesektoren überhaupt nicht getroffen. Die sind eben auch nicht so gasintensiv, aber die chemische Industrie als besonders gasintensiver Sektor eben schon. Da geht die Produktion deutlich runter und da sieht man die Auswirkungen. Nochmal, das ist gut, dass diese Produktion runtergeht, kurzfristig, denn genau das brauchen wir. Wir müssen den Gasverbrauch reduzieren, aber wir möchten natürlich nicht so gerne, dass die dauerhaft heruntergeht. Das ist, ob das sinnvoll ist, das ist eine ganz andere Frage. Ja, ich habe es gesagt, also die Diagnose ist, wir verlieren, Europa verliert durch die Veränderung an Wettbewerbsfähigkeit und Deutschland ist besonders betroffen, nicht weil hier die Preise höher wären oder wir besonders von russischem Gas preislich profitiert hätten, sondern wir haben profitiert, weil wir eben die gasintensivere Industrie hatten. Jetzt ist die Frage, was bringt die Zukunft, was den Gasmarkt angeht, nichts Gutes. Das hängt natürlich von unserem Verhalten ab. Das kommt nun aber hinzu zu einer Unsicherheit, die schon vorher bestand und die Energiewende betraf. Wir gehen in Deutschland einen Sonderweg gegenüber anderen Ländern in der Energiewende. Ausstieg aus Kernkraft und Kohle, ohne dass andere Systeme hinreichend installiert sind. Das wirft Fragen auf. Und bislang war ja der Plan, soweit er erkennbar war, der energiepolitische Plan der, dass wir aussteigen aus Kernkraft und Kohle. Da haben wir feste Termine, also Kernkraft nächstes Jahr und Kohle bis 2030. Es soll jedenfalls so sein. Und das Ganze soll ersetzt werden durch erneuerbare Energien und durch Wasserstoff, was funktionieren kann theoretisch. Das ist aber Zukunftsmusik. Und den Übergang sollte das Gas leisten. Also die Idee war, wir steigen um auf Gas. Und das ist jetzt knapper und viel teurer geworden. Und damit ist dieser gesamte Plan in Frage gestellt. Über den müssen wir jetzt neu nachdenken. Und es ist sehr wichtig, dass wir darüber neu nachdenken, denn die Elektrifizierung der Wirtschaft, die ja die Dekarbonisierung ermöglichen soll, führt dazu, dass der Strombedarf drastisch ansteigt. Jetzt sagen wir als Ökonomen, ja, Bedarf gibt es eigentlich nicht, sondern was an Bedarf da ist, das hängt eben vom Preis ab. Wenn der Preis höher ist, ist der Bedarf geringer. Aber das hat natürlich Folgen fürs Wirtschaftswachstum und für ein einigermaßen tatsächlich relativ bescheidenes Wirtschaftswachstum und die geplante Dekarbonisierung brauchen wir schon bis 2030 25% mehr Strom. Sind noch konservative Rechnungen und langfristig viel mehr Strom. Gleichzeitig war es so, dass 2021 40% der Stromversorgung allein aus Kernkraft und Kohle kamen. Also Gas gar nicht mitgerechnet. Wir schalten also jetzt 40% ab, dann haben wir von 100% nur noch 60%. Wir brauchen aber bis 2030 125%. Das heißt, wir müssen unsere Stromerzeugungskapazität innerhalb weniger Jahre verdoppeln, wenn das klappen soll. Das jetzt ist 2030 ja gar nicht so weit, 7 Jahre. Wie lange brauchen wir für Planungs- und Genehmigungsverfahren, um ein einziges Windrad aufzustellen? 5 Jahre. Wenn wir heute beschließen, wir wollen ein neues Windrad bauen, dann brauchen wir schon 5 Jahre. Jetzt müssen wir aber unsere Stromerzeugungskapazitäten bei Erneuerbaren und Gas innerhalb von 5 Jahren verdoppeln. Bei den Gaskraftwerken sollen das ja alles Gaskraftwerke sein, die man hinterher auch auf Wasserstoff umstellen kann. Kein Mensch baut ja ein Gaskraftwerk, wenn ich weiß, das kann ich in ein paar Jahren wegwerfen. Ich mag mich irren, aber ich glaube nicht, dass es einen einzigen Investor heute gibt, der bereit ist, ein Gaskraftwerk zu bauen, das wasserstofffähig ist. Das muss staatlich subventioniert werden, weil es kein Geschäftsmodell ist. Also ich glaube, das zeigt einfach nur,
wie viel noch zu tun ist, dass beispielsweise bei den Genehmigungsverfahren und Planungsverfahren fundamentale Änderungen notwendig sind. Es ist ganz interessant, dass das zwischen Bundesländern sehr unterschiedlich ist, die Genehmigungsdauern. Also die Bundesländer können, glaube ich, untereinander lernen, wie man bei erneuerbaren Energien schneller voranschreiten kann. Das ist auch deshalb besonders wichtig, dass man lernt, weil wir ja nicht nur die erneuerbaren Energien sehr schnell ausbauen wollen und müssen, sondern die Windradanlagen etwa, deren Genehmigungsdauer ausläuft, die ersetzt werden müssen durch neue Anlagen, die brauchen die gleichen Genehmigungs- und Planungsverfahren. Also nur um unseren, ich sag mal, Park an Anlagen zu halten, werden wir ungeheure Anstrengungen unternehmen müssen, was Genehmigungsverfahren angeht. Vom Bau neuer Anlagen will ich gar nicht reden. Das verdeutlicht, wie groß die Herausforderung ist, und wir müssen es eben hinbekommen. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt, dass wir diese Brücke in diese erneuerbare Energienwelt, die dann vielleicht irgendwann mal auf Wasserstoff beruhen könnten, also aus einer Kombination aus erneuerbaren Energien und eben grünem Wasserstoff, um diese Brücke hinzubekommen, müssen wir uns gewaltig am Riemen reißen. Und die Optionen, die wir haben, sind da begrenzt. Kernkraft würde es erlauben, schneller in ein CO2-neutrales Energiesystem zu kommen. Aber man muss sehen, die drei Kernkraftwerke, die wir noch haben, das sind ja nur 7% unserer Stromerzeugung etwa 2021 gewesen. Also das alleine wird es auch nicht bringen. Aber da haben wir uns ja entschieden, das abzuschalten. Also da tut sich eine Lücke auf. Und wenn ich mich jetzt hinstelle als Industrieinvestor und überlege, wo möchte ich jetzt energieintensive Anlagen errichten? Da muss ich schon sehr mutig sein, um das in Deutschland zu tun, angesichts dieser Rahmenbedingungen. Und es gibt eine Reihe von Simulationsstudien, die Energiepreise jetzt versuchen vorherzusagen vor diesem Hintergrund. Und kommt eben nichts Gutes heraus. Ja, und das hat einfach damit zu tun, dass wir jedenfalls mit dem gegenwärtigen Ausbautempo der Erneuerbaren und mit dem gegenwärtigen Plan für die Ergänzung der Erneuerbaren, da es Dunkelflauten gibt, müssen wir ja für diese Dunkelflauten die gesamte Stromerzeugung, 100% der Stromerzeugungskapazität nochmal mit anderen als Solar und Wind produzieren, also mit regelbaren Energien. Die müssen wir nochmal daneben stellen. Das ist ja das Problem. Und also das zeigt, glaube ich, wie groß der Investitionsbedarf ist und der Bedarf insbesondere an Beschleunigung des Umbaus beim Umbau des Energiesystems. Ja, lassen Sie uns kurz auf das Thema Außenhandel schauen. Ich habe das hier genannt, Deutschland und als Exportnation und die in Anführungsstrichen neue Geoökonomik. Was meine ich damit? Es war ja so, dass nach dem Kollaps des Ostblocks die Erwartung groß war, dass es zu einer allgemeinen Demokratisierung kommt und dass man wirtschaftlich globale Marktwirtschaft bekommt, dass wir also global handeln können, dass es einen friedlichen Austausch von Waren gibt unter Nationen. Das gab ja das Fukuyamas Stichwort vom Ende der Geschichte. Also das Ende der Geschichte ist nicht, dass der Sozialismus siegt, sondern dass die Marktwirtschaft siegt. Das war die Idee und sich global durchsetzt. In gewissem Umfang ist das ja auch in Erfüllung gegangen, wenn wir an die Osterweiterung der EU denken, Integration von China und so weiter. Aber schon 1990 hat der amerikanische Politikwissenschaftler Edward Luttwak darauf hingewiesen, dass das so ganz reibungslos und friedlich nicht sein wird. Er hat gesagt, Staaten, es liegt in der Natur von Staaten, dass sie ihre Interessen durchsetzen, egal ob demokratisch oder nicht, notfalls auch auf Kosten anderer. Und Trumps America First Politik ist dafür ein Beispiel. Also er hat gesagt, es wird auch künftig Konflikte geben. Das werden vielleicht nicht militärische Konflikte sein, aber zum Beispiel Handelskriege. Und das haben wir auch kennengelernt, etwa unter Trump. Und er hat das als Geoökonomik bezeichnet. Dass also geopolitische Interessen im Sinne von Wirtschaftsinteressen von Staaten, die auch gegen andere gerichtet sein können, dass das zu Konflikten führen wird, auch nach dem Ende der Geschichte und auch in dieser neuen globalen Welt. Was er nicht diskutiert hat, ist eine Rückkehr des Kalten Krieges, wie wir sie im Moment sehen. Im Moment haben wir eine Rückkehr des Kalten Krieges und die Möglichkeit von wirklichen Kriegen, aber von Cyberangriffen, die Drohung gegen Taiwan und so weiter. Wir haben aber jetzt eine Situation anders als im Kalten Krieg, in der Staaten mögliche Gegner sind, die wirtschaftlich tief integriert sind. Das ist etwas Neues. Und dass diese Situation, wie man damit umgeht, das bezeichne ich hier eben als neue Geoökonomik. Also militärische Konflikte
die zwischen Staaten, die gleichzeitig einen intensiven wirtschaftlichen Austausch haben. Weil der wirtschaftliche Austausch so groß ist, bieten plötzlich Wirtschaftsbeziehungen Erpressungspotenziale, also Abstellen der Gaslieferung nach Europa. Oder Europa kauft bestimmte Güter nicht mehr aus Russland. Also man kann Sanktionen einsetzen als Waffe in diesen Auseinandersetzungen. Aber man wird vielleicht auch gezwungen, bestimmte Güter nicht mehr zu importieren. Und das hat Folgen. Und für uns bedeutet das, für die Wirtschaftspolitik, dass wir wirtschaftspolitische und geopolitische Ziele systematisch zusammendenken müssen. Wir müssen also sozusagen der alte Ansatz in der deutschen Außenwirtschaftspolitik war ja so, dass man gesagt hat, Herrgott, wenn es China besser geht, geht es uns auch besser. Rein wirtschaftlich betrachtet ist das auch richtig. Wenn es China besser geht, dann haben wir mehr Exportmöglichkeiten, wir haben mehr Importmöglichkeiten, wir haben neue Investitionsmöglichkeiten. Das nützt beiden Seiten. Nur wenn geopolitische Konflikte drohen, dann ist das Ganze schwierig. Die Amerikaner haben es seit vielen Jahren eher so gesehen, dass sie gesagt haben, wenn es China besser geht, geht es uns schlechter. Weil wenn es China besser geht, dann steigt die militärische Macht Chinas und wir können unter Druck geraten. Das heißt, wir müssen hier neu denken, zumindest in der Weise als Europäer, dass wir uns mit kritischen Abhängigkeiten beschäftigen. Ich glaube, wir haben keine geopolitischen Interessen im pazifischen Raum, dafür sind wir viel zu schwach. Aber wir haben zumindest Interessen, dass unsere Wirtschaftsbeziehungen nicht unter die Räder geraten, weil wir uns nicht vorbereitet haben im Fall geopolitischer Konflikte. Man muss allerdings, also neue Geoökonomik bedeutet, man muss schon sorgfältig darüber nachdenken, wie man sich hier aufstellt. Es reicht zum Beispiel nicht, den Rückbau von Wertschöpfungsketten zu fordern, denn das bedeutet einfach, dass man auf Wohlstandspotenziale verzichtet. Und darum geht es nicht. Es geht darum, abzuwägen zwischen geopolitischen Risiken und dem Bewahren von Wohlstandspotenzialen durch Handel. Und hier Beispiel 1, Rückbau von Wertschöpfungsketten. Wir haben das mal untersucht in einer Studie unter Federführung meiner Kollegin Lisandra Flach, die ja bei uns das Zentrum für internationale Wirtschaft leitet, und haben uns jetzt verschiedene Szenarien angeschaut, in denen die Politik jetzt Zölle erhebt, Handelshemmnisse schafft und beispielsweise, also das extremste Szenario, Rückverlagerung der Wertschöpfungsketten nach Hause, nach Deutschland, oder auch Nearshoring, Rückverlagerung in den Großraum Europa, Nordafrika, Türkei, sage ich mal, und dann Handelskriegsszenarien mit China und so weiter, zwischen EU und China, und ich will nicht zu lange darüber reden, aus Zeitgründen, aber also Reshoring und Nearshoring-Szenarien, also Rückholen der Wertschöpfungsketten nach Europa, führt zu massiven wirtschaftlichen Verlusten. Es führt uns in eine neue Qualität Qualität ist das falsche Wort, in eine neue Situation, was unsere Wirtschaftskraft angeht, und das wollen wir nicht. Das ist für uns keine Option. Nearshoring nach Europa im vollen Umfang ist keine Option, sondern das muss anders organisiert werden, durch Diversifizierung von Wertschöpfungsketten. Das ist auch sehr branchenspezifisch. Es ist auch nicht sinnvoll, generell den Handel mit Autokratien zu reduzieren, denn solange da nicht kritische Abhängigkeiten entstehen, gibt es dafür eigentlich keinen Grund. Also man muss diese Dinge sorgfältig durchdenken und nicht allzu schnell Schlussfolgerungen ziehen. Das zweite Beispiel, das ich gerne ansprechen würde, ist das Beispiel Costco, nur weil es so in der Presse war, ne? Also das war sozusagen die Reaktion darauf, ist so eine Art Pavlovsche Reaktion. Eine chinesische Staatsfirma will ein Containerterminal kaufen oder sich daran beteiligen, um Gottes Willen, wie kann man nur? Das war die erste Reaktion. Wenn man etwas darüber nachdenkt, kommt man vielleicht zum anderen Ergebnis. Zunächst ist es ja mal so, dass wenn jetzt chinesische Investoren einen deutschen Terminal kaufen, dann entsteht ja eine Abhängigkeit Chinas von der EU und nicht umgekehrt. Warum? Da kommt ein Investor, der legt bei uns Geld an, und das Hauptrisiko im Konfliktfall ist, dass enteignet wird. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht wird aber auch die EU von China abhängig. Das könnte dann der Fall sein, wenn zum Beispiel im Konfliktfall die Costco beschließt, den Terminal zuzumachen oder nur noch für chinesische Lieferungen offen zu lassen und ähnliches mehr. Das setzt allerdings voraus, dass die deutschen Gesetze das zulassen. Also die chinesische Staatsunternehmen sind ja schon länger in Griechenland aktiv und betreiben diesen Hafen von Piräus. Also stellen wir uns mal vor, die chinesische Firma würde sich jetzt in Konfliktfall entscheiden, diesen Hafen zu schließen. Ich vermute, das dauert 10 Minuten, dann ist die griechische Polizei da und dann ist das Eigentum beendet, das chinesische Eigentum beendet.
können wir deswegen beruhigt sein? Ich bin nicht so sicher. Denn wir müssen schon prüfen, was herrschen bei uns denn wirklich die Voraussetzungen, die rechtlichen Voraussetzungen dafür, dass wenn dieser Hafen betrieben wird auf eine Art und Weise, die uns nicht passt, oder vielleicht auf eine Art und Weise, die europäische Sicherheitsinteressen beeinträchtigt oder wirtschaftliche Interessen beeinträchtigt, wäre es dann möglich, rechtlich gesehen, zu enteignen, wenn man das für notwendig hält. Also man muss die rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Das bedeutet eben, eine geoökonomische Strategie ist auch von der inneren Verfasstheit der Staaten abhängig. Also wie wir selbst uns aufstellen, entscheidet darüber, ob wir solche Investitionen zulassen können und sogar von ihnen profitieren können, weil sie chinesische Abhängigkeit von uns verstärken. Das tun sie auf jeden Fall. Also wenn China hier investiert, dann gibt es ein gewisses chinesisches Interesse daran, dass es hier einigermaßen läuft. Aber sozusagen, ob das strategisch positiv oder negativ ist, hängt von unserer eigenen Verfasstheit ab und davon ab, ob wir uns so aufgestellt haben, dass wir solche Investitionen zulassen können. Aber spontan zu sagen, das geht nicht, weil es chinesisch ist, ist wirklicher Quatsch. Ist keine sinnvolle Strategie. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja wirtschaftliche Interessen nach wie vor in China. Und natürlich investieren auch dort Unternehmen. Viele sagen jetzt, ja, lass uns das symmetrisch organisieren und sagen, ja, dann wollen wir aber auch chinesische Hafenanlagen in China kaufen. Das überzeugt auch nicht. Man kann sich auf den Standpunkt stellen. Man sollte auch darüber verhandeln. Aber wenn man strikt nachdenkt darüber, was unsere Interessen sind, dann, glaube ich, kommt man zu diesem Ergebnis. Man muss sich fragen, wie geht man damit um? Ähnlich übrigens bei Huawei. Man muss sich natürlich fragen, okay, wenn Huawei unsere Infrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur kontrolliert, sind staatliche Stellen bei uns zu jedem Zeitpunkt in der Lage, regulatorisch einzugreifen und notfalls diese Infrastruktur zu übernehmen. Also beim Hafen wäre ich da so einigermaßen optimistisch, dass man das organisieren kann. Bei der Kommunikationsinfrastruktur bin ich nicht so sicher. Die kann man ja auch so ein bisschen mal herunterdimmen. Also das ist schon gefährlicher. Aber nochmal, also ich glaube, es hilft uns nichts, wenn wir allzu intuitiv und ohne großes Nachdenken auf diese Dinge reagieren. Eine wichtige Frage, es gibt viele Fragen, die sich noch stellen. Eine Frage ist die, wie ist hier die Rollenverteilung zwischen Unternehmen und Staat in diesen geoökonomischen Fragestellungen? Wenn man also daran denkt, wir müssen uns absichern gegen geoökonomische Konflikte, dann könnte man sagen, ja, ich sag mal, eine Firma wie BASF, die sollte eigentlich doch Anreize haben, vorzusorgen für einen Fall, in dem zum Beispiel aus Russland kein Gas mehr kommt. Weil Putin hat sich ja auch schon, sagen wir mal, spätestens seit 2014 als nicht besonders verlässlicher Partner erwiesen. Man fragt sich natürlich heute, wie waren bei Uniper oder bei BASF in den Gremien die Diskussionen über diese Frage? Da beschäftigt sich man ja mit Risiken. Hat da eigentlich mal irgendjemand darüber nachgedacht, über ein solches Szenario? Eigentlich würde man ordnungspolitisch sagen, das ist eine Angelegenheit der Unternehmen. Da hat der Staat nichts verloren. Die haben ein Interesse, sich zu schützen. Aber wir wissen ja zum Beispiel aus der Bankenkrise, es gibt auch Too-Big-to-Fail-Probleme. Vielleicht machen das die Unternehmen nicht. Also die Frage, wenn wir darüber reden, wir wollen meinetwegen keine Nearshoring-Szenarien, aber Diversifizierung, an wen richten wir uns da? Was ist der Job der Unternehmen? Und was ist der Job der Politik? Also diese Arbeitsteilung ist auch noch nicht so ganz verstanden. Da gibt es, glaube ich, einiges zu arbeiten. Es wird nichts bringen, punktuell hier zu agieren. Zum Beispiel 30 Milliarden in die Hand nehmen und mal ein Chipwerk in Magdeburg bauen. Das können wir nur einmal machen. Ne? Jetzt Geld ist jetzt weg. Das war's. Ja, das ist keine geoökonomische Strategie, die überzeugt. Das ist meines Erachtens ein schwerer Fehler, den man begangen hat. Man hat ohne Gesamtstrategie punktuell sich für irgendetwas entschieden und hat das gemacht. Naja, okay. Letzter Punkt vielleicht noch dazu. Wir reden ja hier über Wertschöpfungsketten. Also wenn wir wissen wollen, wenn wir verstehen wollen, wie unsere Abhängigkeiten sind, dann brauchen wir eine datenmäßige Durchdringung unserer Wertschöpfungsketten. Niemand weiß in Deutschland heute, niemand hat einen Überblick empirisch darüber, wer eigentlich, wie genau die Wertschöpfungsketten jetzt sind in der Verflechtung Richtung China in andere Länder. Und das hat damit zu tun, altes Thema, dass wir als Land in unserer Dateninfrastruktur extrem rückständig sind. Wir haben keine digitale Durchdringung unserer Wertschöpfungsketten. Andere Länder haben das, Großbritannien zum Beispiel oder auch Ungarn, weil die ihre Umsatzsteuerstatistik anders organisieren. Es wäre nicht sehr schwierig, das auch in Deutschland hinzubekommen.
Es gibt aber keine effektive geoökonomische Strategie, wenn man blind ist. Das ist schwierig. Auf allen Gebieten, also im Sport, im militärischen Bereich, wenn man blind ist, ist es schwer, Strategien zu entwickeln. Wir sind ziemlich blind. Wir haben eigentlich keine Ahnung über Wertschöpfungs-, über Verflechtungen. Das haben wir auch bei der Gaskrise erlebt und den Debatten darüber, welche Folgen hat das eigentlich, wenn das Gas ausfällt. Ja, ziemlicher Blindflug. Ne? Das heißt, der erste Schritt für die Entwicklung einer geoökonomischen Strategie, am Montag hatte Herr Felbermayr auch darauf hingewiesen, wäre eine bessere Datendurchdringung. Ja, jetzt habe ich schon lange geredet. Lassen Sie mich noch kurz zum Thema Steuern kommen, also wieder in die Niederung der sozusagen Alltagspolitik. Was ist die richtige Finanzpolitik in der aktuellen Krise? Wir haben Entlastungsmaßnahmen, das sind IFO-Berechnungen, die heute veröffentlicht worden sind, 2022 von 33 Milliarden in dieser Energiekrise bekommen. Darunter das Energiegeld für Arbeitnehmer, das sind netto, ist ja steuerpflichtig, aber sind netto 10 Milliarden, Energiegeld für Rentner 6 Milliarden und so weiter. Also der Staat hat viel Geld ausgereicht, um den privaten Sektor zu schützen. 2023 werden es 49 Milliarden und das ist noch ohne Gaspreisbremse. Also die 90 Milliarden für Gas- und Strompreisbremse, die kommen noch drauf. Es wird also viel Geld ausgereicht, auch interessant, bei 10% Inflation. Viele, viele Milliarden auszureichen, ist, sagen wir mal, makroökonomisch vielleicht nicht die allerbeste Strategie, aber wie dem auch sei. Wir haben eine aktuelle Debatte, ob man nicht hier das ergänzen muss durch Einkommensteuererhöhung für Besserverdienende, wer immer das sein mag. Also ein Energiesoli oder irgendein Spitzensteuersatz und so weiter hat jetzt der Sachverständigenrat in die Debatte gebracht. Aber wie gesagt, ob die das wirklich getan haben, das werden wir erst wissen, wenn das Gutachten vorliegt. Aber die SPD beispielsweise hat das ja auch gefordert. Und jetzt ist die Frage, warum eigentlich? Also ich denke, die Begründung wäre entscheidend. Wir sind ja in einer Wirtschaftskrise. Wir wollen das, wir haben viele Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, die Einkommensteuer zahlen, die große Probleme haben. Da muss man es schon sehr gut begründen. Warum wollen wir in einer Krise, die auch eine Vertrauenskrise ist, jetzt mit Steuererhöhungen kommen? Das ist eine sehr unkonventionelle, will ich es mal nennen. Sehr, sehr unkonventionelle Art von Politik, sonst sagt man eher, in einer Krise sollte man eher steuerlich entlasten. Aber jetzt kommt die Idee, steuerlich die Steuer zu erhöhen. Nun, eine Begründung könnte sein, dass diese Entlastungsmaßnahmen eben nicht sehr zielgenau waren. Also es ist ja so, der Staat kann in dieser Energiekrise nicht die Wirtschaft insgesamt entlasten. Das geht nicht, weil es ja für uns alle gemeinsam teurer wird. Wir sind alle gemeinsam ärmer. Und das kann der Staat nicht aus der Welt schaffen. Der Staat kann sich natürlich verschulden, aber das können Sie auch als privater Haushalt im Prinzip. Ne? Sie können natürlich auch einen Kredit aufnehmen und damit Ihre Energiekosten rechnen, aber damit haben Sie sich nicht entlastet. Das würden wir nicht so verstehen. Und genauso wie der Staat kann auch nur Kredite aufnehmen, die müssen wir alle später bedienen. Es gibt da nichts zu entlasten. Der Staat kann niemanden entlasten. Der kann nur für uns Kredite aufnehmen und das später wieder zurückzahlen. Es gibt nichts zu entlasten. Der Staat kann ausschließlich Lasten umverteilen. Und wenn das jetzt so geht, dass der Staat eben nicht nur umverteilt, sondern quasi allen was ausschüttet, dann kann man sagen, ja, das war irgendwie nicht zielgenau, denn wir können ja nur ärmeren Haushalten helfen und die reicheren Haushalte, die zahlen dann diese Entlastung für die ärmeren Haushalte und die eigenen Energiekosten, beides. Also die werden dann mehr belastet als nur durch die Energiekrise, so ist es. Und jetzt könnte man argumentieren, naja, wir haben jetzt nicht zielgenaue Instrumente verwendet, also Tankrabatt, das kommt eher Haushalten mit hohen Einkommen zugute und dann andere Maßnahmen, das geht so querbeet und damit wir das jetzt stärker fokussieren, die Entlastung, erhöhen wir jetzt den Spitzensatz der Einkommensteuer. Dann nehmen wir sozusagen den wieder weg, die wir eigentlich nicht entlasten wollen, die wir aber mangels zielgenauer Instrumente entlastet haben. Das wäre also das eine Instrument ist nicht zielgenau und jetzt rennt man hinterher und verwendet das andere. Das Problem mit diesem Argument ist, dass auch eine Einkommensteuerung nicht wirklich zielgenau ist. Es wäre eigentlich präziser zu sagen, okay, dann sollten vielleicht die Transfers, die wir ausschütten, jetzt auch bei Gaspreisbremse einfach einkommensteuerpflichtig sein, so wie es das Energiegeld auch war. Das würde jedenfalls in diese Richtung weisen, dass man eine stärkere Zielgenauigkeit hat. Denn jetzt haben wir auch, wir haben viele Unternehmen, ich sage mal im Einzelhandel, die Wahnsinnsbelastung haben in dieser Krise und jetzt kommt die Politik und will von denen auch noch höhere Steuern haben. Das ist eine fragwürdige Politik, die Krise verschärfen kann. Und die andere Frage ist natürlich, ist eine Steuererhöhung, die ja wohl bleibt, also eine permanente Steuererhöhung richtig als Kompensationsmaßnahme
Auch das ist ja nicht besonders zielgenau. Also Einkommensteuererhöhung ist hier wahrscheinlich einfach das falsche Instrument. Es gibt andere Instrumente. Das andere Argument könnte sein, gut, der Staat hat viele Schulden gemacht. Diese Schulden müssen bedient werden. Das führt zu der Frage, wie macht man eigentlich fiskalpolitische Konsolidierung? Und meines Erachtens gibt es eine Art und Weise, wie man sie nicht macht, nämlich indem man gleich Steuern erhöht. Steuern erhöhen ist immer leicht. Fiskalpolitische Konsolidierung hat aber stattzufinden auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite. Das heißt, man muss sich hinsetzen, man muss die schwere und unangenehme Arbeit machen, die Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Und erst wenn man das getan hat und wenn man da weitergekommen ist, dann kann man sagen, okay, was wir jetzt nicht mehr dort leisten können oder um vernünftiges Gleichgewicht auch zu bewahren, reagieren wir dann auf der Einnahmenseite. Aber gleich die Steuern zu erhöhen, nimmt natürlich den Druck aus der Ausgabenkonsolidierung. Insofern ist es auch politökonomisch der falsche Weg. Also es ist quasi von hinten aufgezäumt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, es ist einfach eine politische Wertentscheidung, dass wir einen größeren öffentlichen Sektor haben wollen. Der öffentliche Sektor ist zu klein, der Staat ist unterfinanziert. Das wäre keine Forderung, die aus der Wissenschaft kommen sollte, sondern das ist eine politische Forderung. Da kann man sich aber mal angucken, wie ist es denn, haben wir wirklich zu wenig Geld im öffentlichen Sektor? Und da muss man sagen, die Steuer- und Abgabenquote und die Steuerquote ist auf dem höchsten Niveau seit 1960. Es ist schwer, jedenfalls war das 2021 so. Es ist schwierig zu sagen, der Staat ist unterfinanziert in dieser Lage. Und jetzt gibt es ja nochmal einen Schub an Steuereinnahmen durch die Inflation, durch die kalte Progression. Also deshalb fällt mir das schwer, so viel will ich sagen, das jetzt so wirklich überzeugend zu finden, diese Forderung nach weiteren Steuererhöhungen angesichts dieser Entwicklung. Aber vielleicht bringt ja das Gutachten Licht in diese Debatte. Letzter Punkt, es wird ja auch häufig behauptet, es würde so wenig umverteilt in Deutschland. Das ist eine Analyse hier aus einer Studie von Herrn Dr. Dorn vom IFO-Institut und Kolleginnen und Kollegen. Da ist untersucht worden, wie unser Steuer- und Transfersystem jetzt unter Auslassung der indirekten Steuern, einfach nur staatliche Transfers und Steuern, wie das eigentlich aussieht. Und es kommt hier sehr stark darauf an, wie man öffentliche Leistungen aus den sozialen Sicherungssystemen verwendet. Hier ist es einmal so gerechnet, dass wir gesagt haben, Renten sind staatliche Transfers, denn die sind ja in der Tat staatliche Transfers, also die Rentenbeitragszahler zahlen heute und das wird weitergeleitet an die Rentenempfänger. Man kann Renten auch als Einkommen buchen, so wird es häufig gemacht, und die Rentenbeiträge als Steuern. Das Problem ist aber, Rentenbeiträge sind keine Steuern, weil man ja was dafür bekommt. Insofern ist es eigentlich angemessener, das als Transfer zu werten. Und Sie sehen hier, wenn Sie das als Transfer buchen, dann beginnt die Existenz als Netto-Steuerzahler erst ab dem 7. Dezil in der Einkommensverteilung. Das heißt, alle unterhalb des 7., mehr als die Hälfte der Bevölkerung, ist Netto-Transferempfänger. Zahlt nichts, kein Pfennig ein, sondern kriegt Netto-Auszahlungen. Also nicht nur die untere Hälfte der Bevölkerung, was das Einkommen angeht, sondern die unteren 60%. Natürlich zahlen alle indirekte Steuern. Na, aber es ist klar, irgendjemand muss ja auch öffentliche Güter bezahlen. Na, das heißt, jetzt kann man sich das anschauen und kann man fragen, ist das schon genug Umverteilung? Man kann argumentieren, nur das 10. Dezil sollte alle anderen finanzieren. Nur die 10% reichen, sollten 90% finanzieren. Da gibt es keinen objektiven Maßstab, es ist einfach eine politische Entscheidung. Ne? Aber was man sieht aus diesen Zahlen, ist, dass das Ausmaß an Umverteilung in Deutschland erheblich ist. Und diese Zahlen unterschätzen das Ausmaß an Umverteilung noch, weil beispielsweise nicht berücksichtigt ist, dass ja auch der Krankenversicherungsbeitrag keine Steuer ist, sondern man bekommt dafür etwas. Ne? Man bekommt eine Krankenversicherungsleistung, jeder kriegt die gleiche Krankenversicherungsleistung. Und wenn wir das hier reinschreiben würden, dann wäre die Umverteilung, berücksichtigen würden, wäre die Umverteilung noch extremer. Also wir haben eine relativ kleine Gruppe der Bevölkerung, die den gesamten Rest finanziert. Nochmal, indirekte Steuern sind hier nicht drin, die zahlen natürlich alle gleichermaßen. Aber es ist auch da nicht unmittelbar erkennbar, dass die Progression des Systems noch weiter in die hohe Höhe geschraubt werden muss. Nochmal, es ist letztlich eine politische Entscheidung, da gibt es nicht wissenschaftlich falsch oder richtig. Aber das Ausmaß an Umverteilung ist schon extrem. Ja, damit komme ich zum Ende. Ich glaube, ich muss das nicht nochmal zusammenfassen. Also wir sind konjunkturell in einer schwierigen Situation. Wir brauchen unbedingt einen energiepolitischen Plan, der diese Brücke in das neue System, wann es denn immer soweit sein
wird sichergestellt und ich wäre dafür, wenn man ein visionäres neues Energiesystem aufbaut, finde ich das gut, das sollte man auch mit Kraft tun, aber das alte erst abschalten, idealerweise, wenn das neue da ist. Ich mache das zu Hause auch so, ich weiß nicht, wie Sie es machen, wenn ich einen neuen Kühlschrank brauche, schmeiße ich den alten erst weg, wenn er noch geht, wenn ich den neuen habe. Sonst habe ich 6 Monate keinen Kühlschrank, ist nicht so schön. Und so sollten wir es auch in der Energiepolitik machen, die alten Systeme erst abschalten, wenn die neuen funktionieren. Und ich glaube, in der Außenwirtschaftspolitik sollten wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um neue Konzepte zu entwickeln. Und der Wunsch auch an die Politik, diese stärkere Datendurchdringung der Wirtschaft wirklich zu unterstützen, denn im Blindflug regiert sich nicht so gut. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für das Feuerwerk und die vielen Themen. Bei dem fehlenden Kühlschrank hoffst du vielleicht auf einen kalten Winter, um die Sachen draußen zu kühlen. Ganz, ganz viele Themen angesprochen. Ich denke, es gibt sicherlich auch viele Fragen von Ihnen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Bitte Ihre Fragen, Herr Schleicher. Das Mikro kommt. Ich setze natürlich wie immer die bayerische Brille auf. Und insbesondere bei dem Thema Energie, da haben wir, Sie gesagt, Professor Fuß, der Strombedarf wird also auf 125% steigen, die Kapazität sinkt auf 60%. Das heißt, wir müssen eigentlich die Stromerzeugung aus den erneuerbaren Energien verdoppeln. Ja. Bis 2030, eine gigantische Aufgabe. Bayern hat das jetzt schon erkannt, auch der bayerische Ministerrat, und sagt, wir bauen da vielleicht 500 in der Größenordnung neue Windkrafträder, aber das wird nicht reichen. Man muss wissen, dass mit der Windgeschwindigkeit die Stromerzeugung mit dem Faktor hoch 3 sich entwickelt. Das heißt also, wenn die Windgeschwindigkeit im Norden doppelt so hoch ist wie in Bayern, dann haben die einen 8-fachen Stromertrag. Und deswegen wird in Bayern wahrscheinlich das immer ein Riesenproblem sein, genauso in Baden-Württemberg, weil halt der Wind bei uns nicht so stark weht wie im Norden. Und daraus folgt, wir brauchen eigentlich natürlich den Transport von Nord nach Süd. Jetzt gibt es diese 2 geplanten HGÜ-Leitungen, also Hochspannungs-Gleichstroms-Übertragungsleitungen, die von Nord nach Süd kommen und in Bayern dann auch enden. Nur wenn das alles so ist, wie Sie sagen, und es wird so sein, dann wird man jetzt schon darüber nachdenken müssen, diese Kapazität dieser 2 HGÜ-Leitungen gleich schon mal zu verdoppeln, bevor man es überhaupt vergräbt. Ja. Also jetzt ist es einfach geplant. Man wird, um in Bayern den Strombedarf einigermaßen abdecken zu können, außer die chemische Industrie wandert in Bayern total ab, was nicht zu wünschen wäre, aber dann wird man diese HGÜ-Leitungen verdoppeln müssen, schätze ich jetzt mal. Zweiter Punkt, da würde ich eigentlich den Herrn Gössel gern ansprechen mit seinen Lieferketten. Sie haben das angesprochen mit den Lieferketten und vor allen Dingen dann, dass bei der mittelständischen Wirtschaft, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, die Lager entsprechend anwachsen und die anwachsenden Lager bedeuten dann auf der anderen Seite einen enorm gestiegenen Liquiditätsbedarf. Der Liquiditätsbedarf ist gigantisch, denn Sie haben keinen Umsatz, aber Sie haben sozusagen halbfertige Arbeiten auf Bestand und das muss finanziert werden. Und da spreche ich einmal für meinen früheren Arbeitgeber, für die LFA. Es ist zurzeit in Vorbereitung von der LFA ein Programm, das wahrscheinlich vom Mittelstand sehr stark in Anspruch genommen wird und werden muss. Das ist der sogenannte Energieliquiditätskredit, der jetzt gerade auf den Markt kommen wird. Also ich ermuntere alle Mittelständler jetzt sozusagen auf diesen Energieliquiditätskredit zu hoffen und darauf zuzugehen, weil viele von Ihnen, wenn Sie Mittelständler sind, werden diesen enorm gestiegenen Liquiditätsbedarf haben. Und dann braucht man eine Förderbank, weil die normalen Hausbanken machen das ohne Bürgschaften nicht mehr mit. Ja, sage ich. Wir brauchen in der Tat, wir brauchen mehr Stromleitungen.
Herr Gössel, Sie waren noch angesprochen. Bin ich auch dabei. Das Thema Stromleitungen haben wir schon im Jahr 2019 an den damals neuen bayerischen Wirtschaftsminister intensiv herangetragen. Und das Thema ist jetzt durch, aber Sie sprechen ja von einer Verdopplung, die man jetzt schon mit einplanen soll. Ich glaube, Professor Fuß hat es so deutlich für uns alle gemacht, in welch prekären Situation wir sind und eigentlich auch strategisch völlig falschen Situation. Wir laufen auf einen Mangel zu. Das ist doch die Wahrheit. Und wie man den beseitigen kann, da geht uns die Zeit jetzt weg. Das muss man auch so sehen. Da haben wir jetzt auch keine schnellen Lösungen mehr. Was den Energie-Liquiditätskredit anbelangt, der kommt am 1.12. 500 Millionen Euro schwer über die Hausbank. Da ist es dann die Bürgschaft der LFA mit dabei. In der Tat kann ich auch nur dafür werben. Die Firmen, die Mittelständler haben aber vorausgedacht, weil sie eben wussten, wie sich die Zinssituation entwickelt oder es richtig geahnt haben, dass alles teuer wird. Also haben sehr, sehr stark Betriebsmittelkredite in den letzten Monaten in Anspruch genommen. So ist meine Information jedenfalls. Und konnten dadurch auch die Vorfinanzierung der Lager, der Läger bewerkstelligen. Aber nochmal, das Schlimmste für die Firmen ist ja, wenn die Ware ausgeht. Und nicht unbedingt, wenn sie jetzt teurer wird, zumal ja wieder, das wissen wir auch beide durch unsere Untersuchungen, durchaus ein guter Teil der Preissteigerungen zumindest in der Industrie weitergereicht werden kann, eben dann durch Preissteigerungen auch beim Endabnehmer. So ist die Situation. Aber energiepolitisch sind wir in großer Sorge. Also vielleicht noch ein Wort zur Energie. Es ist ja klar, das steht ja auch im Koalitionsvertrag, wenn das nicht klappt mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien der Gaskraftwerke, ist unsere Zukunft Kohle. Dann wird es einen Ausbau der Kohle geben. Das heißt, wir werden unsere CO2-Ziele verpassen. Aber das ist ja jetzt sozusagen, da die Kernkraft weg ist, ist das ja unsere einzige Zuflucht. Und bevor wir hier den Strom abstellen, werden wir eben die Kohle ausbauen. Und das ist eigentlich nicht das, was wir uns wünschen. Also weder energiepolitisch noch technologiepolitisch, noch insbesondere umweltpolitisch ist das akzeptabel. Aber so wird es wohl sein. Weitere Fragen? Ich habe noch eine Frage hier auf Slido bekommen. Du sagtest ja, wir brauchen mehr Daten. Wir arbeiten ja auch am IFO zunehmend mit neuen Datensätzen, die wir auch von Firmen bekommen. Welche Daten würdest du dir wünschen, mit denen wir mehr arbeiten sollten? Ja, das würde jetzt ein langer Vortrag, wenn ich das alles aber ich nenne mal einen Wunsch. Also wir müssen die Umsatzsteuerstatistik so verändern, dass wir Käufer und Verkäufer erkennen können und wir müssen die möglichst zeitnah verfügbar machen. Nur dann werden wir Wertschöpfungsketten verstehen. Das ist nicht schwierig. Also es ist eigentlich ziemlich banal. Man muss es nur wollen, aber es fehlt der Wille, das zu verändern. Sind noch weitere Fragen, Kommentare? Ja. Danke. Sehen Sie mir nach, ich bleibe einmal sitzen, bin ich so gut zu Fuß. Gießereiindustrie hängt... Nee, ich kann mich nicht hinstellen, weil ich leider ein bisschen nicht gut zu Fuß bin. Sorry, keine Unhöflichkeit. Jetzt haben wir das Dilemma, dass letztendlich die Komponentenzulieferung für den Aufbau von regenerativen Energieanlagen, siehe Windkraft und Co., ja auch leidet. Das heißt, es muss also in energieintensive Industrien eigentlich investiert werden, in Neuaufbau, Greenfield. Aber Privatinvestitionen bei den Energiepreisen sind ja überhaupt nicht zu verzeichnen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo sollen diese Komponenten herkommen? Die Kapazitäten gibt es in der EU selber auch nicht in dem Maße. Das Fit for 55-Programm berücksichtigt das auch nicht. Wir haben das Dilemma, dass China selber theoretisch Kapazitäten hätte. Der ganze CO2-Rucksack würde einem um die Ohren fliegen in dem Moment. Und gleichzeitig baut China ja neben Atomkraftwerken Kohlekraft ja auch Windkraftparks in extrem hohen Größenordnungen auf. Will heißen, können Sie sich vorstellen, dass der Staat letztendlich viel stärker als Investor auftritt, um Rahmenbedingungen abzusichern, dass quasi im Gefolge Privatinvestitionen überhaupt interessant werden? Bei den gegenwärtigen Industriestrompreisen ist das überhaupt nicht machbar, dass hier Greenfield-Investitionen aktiviert werden. Ja, da bin ich sehr skeptisch. Es gibt ja solche Vorschläge, Contracts for Difference und so weiter, dass der Staat quasi die Kosten übernimmt. Wir schaffen uns eine subventionierte Industrie, die wir nie wieder loswerden. Wenn es wirklich so sein sollte, dass wir dadurch
wie wir unsere Energieversorgung organisieren, kein Standort sind für energieintensive Industrien, dann bringt es auch nicht, das herunter zu subventionieren. Das ist selbstschädigend auf Dauer. Natürlich lautet das Argument immer, ist ja nur für eine Übergangszeit, aber aus der Steinkohle und so weiter haben wir gelernt und der Stahlindustrie, also wenn man einmal mit Subventionen anfängt, dann kommt man da auch nicht wieder heraus. Das ist meines Erachtens nicht der richtige Weg. Führt auch zu riesen Contracts for Difference, führen zu riesen Anreizproblemen. Da haben Sie auch kein Interesse mehr, haben Sie das Risiko abgelagert. Also es geht ja so, Sie kriegen quasi einen garantierten Energiepreis und der Staat soll dann mal die Differenzen ausgleichen. Der Staat kann dann auch gewinnen, wenn die Energie billiger wird als beabsichtigt, aber sie verlagern das unternehmerische Risiko auf den Staat und das ist sehr schlecht. Das unternehmerische Risiko muss in der Industrie, muss bei den Unternehmen bleiben, denn die haben ja auch die Anreize, die können ja was verändern. Also das Risiko muss immer bei dem bleiben, der was verändern kann. Wir brauchen den gesamten Erfindungsgeist, um irgendwie Wege zu finden und wir brauchen den Druck der Preise. Meines Erachtens muss die Politik ihre Energie darauf richten, ein akzeptables Energieangebot und ein gutes Energieangebot zu vernünftigen Preisen zu produzieren, und damit der Standort wirklich tragfähig ist. Aber wenn wir in eine Subventionswirtschaft einsteigen oder in eine Staatswirtschaft, in der der Staat jetzt dafür sorgen muss, dass in der Gießereibranche investiert wird, dann ist es wirklich der Anfang vom Ende. Das dürfen wir nicht machen. Das heißt also, ein europäischer, international wettbewerbsfähiger Industriestrompreis wäre für Sie kein Thema? Wir müssen den erreichen, indem wir die Energieindustrie entwickeln, nicht indem wir das heruntersubventionieren. Wir müssen uns natürlich schon fragen, welche Abgaben liegen auf Industriestrom. Aber die Kosten des Stroms selbst, der muss wettbewerbsfähig produziert werden. Und wenn der Strom bei uns wirklich teurer ist, dann sind wir kein Standort für energieintensive Industrien. Dann ist es so. Ich nehme noch eine letzte Frage. Ja, danke. Herr Frust, bei den steuerlichen Maßnahmen, Gegenfinanzierung der Entlastungsmaßnahmen, haben Sie nicht erwähnt, die Debatte darüber, ob man die Profiteure jetzt der hohen Energiepreise durch die Abschöpfung ihrer Sondergewinne heranzieht, um das sozusagen gegenzufinanzieren. Das ist sowohl eine Debatte in Deutschland als auch auf EU-Ebene. Was bringt das nach Ihrer Einschätzung? Ja, das führt zu einer grundsätzlichen Frage, ist das eigentlich sinnvoll, bei schwankenden Gewinnen irgendwo, wenn Gewinne mal hoch sind, sie abzuschöpfen und wenn sie niedrig sind, vielleicht zu subventionieren oder ähnliches mehr. Eigentlich ist es in der Marktwirtschaft so, ja, Gewinne schwanken und Marktwirtschaft funktioniert nicht so, dass dann, wenn die Gewinne mal hoch sind, der Staat hergeht und sie abschöpft. Jetzt argumentiert die Politik, ja, das ist aber jetzt wirklich eine ganz außergewöhnliche Situation. Das heißt, das kann man natürlich machen. Wie gesagt, ich bin skeptisch, aus grundsätzlichen Erwägungen bin ich skeptisch. Denn Sie wissen ja sonst als Invest, wir haben viele Geschäfte, bei denen sagen einige Leute, ja, ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich meine, die Energieinvestitionen, ich sage mal, in Kohlekraftwerke sind ja nicht gerade begünstigt worden in den letzten Jahren. Und die noch Kraftwerke haben, denen wird jetzt gesagt, ja, oder die das Risiko auf sich genommen haben und da investiert haben, denen wird jetzt gesagt, ja, jetzt nehmen wir eure Gewinne mit, die sind unverdient. Das ist problematisch, sowas zu machen. Man muss da symmetrisch agieren, aber wenn man es macht, haben wir in Europa das Problem, dass ja Öl- und Gasfirmen, jedenfalls zumindest in Deutschland, nicht die große Rolle spielen. Also Öl- und Gasförderung haben wir nicht. Man kann jetzt versuchen, die Gewinne abzuschöpfen. Da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte. Das wirft eine Reihe von technischen Fragen auf, die ungelöst sind, weil Strom oft an Terminmärkten gehandelt wird. Sie wollen ja nicht die Gaskraftwerke belasten. Deshalb würde ich sagen, wenn man sowas macht, sollte man an den bestehenden Steuern ansetzen. Also keine neue Abgabe erfunden, sondern an bestehenden Steuern und Abgaben ansetzen. Sie können dann so eine Zuschlagsteuer erheben. Das wird am Ende, glaube ich, nicht sehr viel bringen, wird nicht erlauben, voll gegen zu finanzieren, aber das kann einen Beitrag leisten zur Gegenfinanzierung. Man muss mal abwarten. In Italien haben wir ja schon solche Steuern. Dass man damit Investoren abschreckt, das ist vielleicht im Grundsatz im Energiebereich
nicht das Problem, wenn es richtig ist, dass letztlich politisch entschieden wird, wie das Energiesystem sich entwickelt und wie die Investitionen laufen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon fragen, wird das private Investoren jetzt attrahieren, wenn wir diese Sondergewinne abschöpfen? Denn in der nächsten Energiekrise sind vielleicht die Gaskraftwerke diejenigen oder die Wasserstoffkraftwerke diejenigen, die die Gewinne machen. Und ich frage mich als Investor, möchte ich in einem Land investieren, in dem solche Sondersteuern ausgepackt werden, wenn es gerade mal gut läuft für die Investoren? Ich bin nicht so sicher. Wir hatten ja eine ähnliche Debatte bei den Pharmaunternehmen, als die Pandemie kam. Und da hat man davon Abstand genommen, diese Sondergewinne höher zu besteuern, als sie sowieso schon besteuert werden. Wir müssen ja sehen, die Hälfte, 30% bei Kapitalgesellschaften plus Ausschüttungsbelastung landet ja sowieso schon beim Staat. Ne? Also das jetzt hochzuziehen, wie gesagt, das kann man machen. Es hat Auswirkungen auf die Zukunft. Ich glaube, eins müssen wir vermeiden, nämlich, dass wir die Knappheit verschärfen durch solchen Steuern. Es gibt eine Untersuchung über eine Excess Profits Tax in den 80er Jahren in den USA. In Kalifornien hat man das auch schon mal gemacht, damals bei Öl. Und man kann zeigen, dass das Ölangebot verringert hat. Also man hat dann weniger gefördert. Auch das wäre nicht gut in der aktuellen Lage. Insofern, ich verstehe, dass das politisch sich gut verkauft, ist ja unerhört, da gibt es Krisenprofiteure, können wir denen das nicht wegnehmen, aber es hat so eine populistische Note zumindest. Wahrscheinlich wird da irgendwas kommen und einen gewissen Beitrag wird das leisten, aber die Kosten, die man nicht sehen wird, bestehen natürlich darin, dass viele Privatinvestoren sich überlegen werden, möchte ich jetzt hier in Gaskraftwerke investieren. Ja, ganz herzlichen Dank für deinen einleitenden Vortrag nochmal. Es geht jetzt in die Kaffeepause.